wir schaffen uns die Realität selber. Ja. Ihr habt mitgebracht, ich will das zitieren, weil er traumhaft ist, von dem großen russischen Dichter Fjodor Dostojewski, sehnsüchtig grüßt der, der ich bin, den, der ich sein könnte. Also wir erschaffen das, was wir sein könnten, was wir sein wollen, genau, selber. Du erschaffst deine Realität und es ist vielen Menschen nicht klar. Und wenn man mal eingerastet ist in dieses neue Bewusstsein, dass ich als Mensch der Dreh- und Angelpunkt ist, wo sich von dem alles ausgeht, dann kann ich als Mensch auch die Welt verändern. Nicht die Institutionen können was verändern, sondern wir alle selber, wenn wir einrasten in unser Schöpferpotenzial. Und was ist das Schöpferpotenzial? Das ist, wenn ich an meine brachliegenden Fähigkeiten wieder anknüpfen kann. Und da wären wir wieder bei der DNA oder bei der Matrixarbeit. Und wichtig ist dabei, dass das einfach geht. Und es geht so einfach, weil wenn wir wieder lernen, wieder wie die Kinder zu sein, da gibt es ja auch in der Bibel sinngemäß den Satz, wenn ihr wieder werdet wie die Kinder, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, dann habt ihr einen Zugang zum Himmelreich, das hat Jesus oder steht in der Bibel, und das Himmelreich ist dieses Matrixfeld, dieses Schöpferfeld, wo wir einen Zugang haben. Das heißt, zurück wieder in dein inneres Kind, in das Spielerische, in die Leichtigkeit, und dann kommst du an, dann kannst du das Tor zu dieser Matrix öffnen, das macht dann auf.